Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Heute zeige ich euch das iPhone 5, beziehungsweise ich zeige euch noch nicht einfach so das iPhone 5. Der ausführliche Test, den gibt es von mir dann natürlich noch. Wir haben hier zwei, das weiße und das schwarze iPhone 5. Wie gesagt, das ganz ausführliche Video, wo ich euch genau erkläre, was das alles kann, wie sich das mit dem Vorgänger schlägt, wie das im Unterschied zum Samsung Galaxy S3 oder dem HTC One X und so weiter und so weiter. Da wird es dann von mir noch Videos geben. Nein, heute möchte ich euch etwas anderes zeigen. Ich möchte euch heute zeigen, dass ich dieses iPhone, habe ich vor 10 Tagen bekommen. Bei uns in der Schweiz kann man das iPhone erst seit dem 28. September käuflich erwerben. Und ich bin betroffen von einem defekten iPhone. Also diese iPhone-Geschichten, dass iPhone 5 quasi out of the box ein Defekt haben, das ist auch bei meinem Modell so. Es ist aber nicht die Kratzer. Das ist ja das, was am häufigsten offensichtlich vorkommt, dass die Geräte schon verkratzt sind. Das ist bei mir zum Glück überhaupt nicht der Fall. Schaut euch das mal an. Ein herrliches Gerät. Ich finde es wirklich wunderschön. Nein, ich habe ein anderes Problem. Und zwar, hört mal ganz gut hin. Hört ihr das? Das bin nicht ich, der hier klappert, das ist das iPhone. Was ist das? Das ist die Batterie, die nicht richtig befestigt ist. Also offensichtlich bei diesem iPhone hier wurde die Batterie nicht richtig verklebt oder der Kleber hat sich gelöst, drum wackelt die ein bisschen. Spielt für die Funktionalität bisher keine Rolle, das iPhone funktioniert ganz perfekt. Aber ist natürlich klar, wer fast 1000 Franken für so ein Gerät zahlt, der möchte nicht, dass es klappert. Zumal man ja auch nicht weiß, ob dann in Zukunft nicht irgendwo noch sich irgendetwas löst oder so. Also von dem her, das ist natürlich inakzeptabel. Vielleicht hier beim anderen, beim zweiten Modell, welches ich bekommen habe, das weiße, das hat keinerlei Probleme. Da klappert nichts. Das hat auch keinerlei Kratzer und so weiter. Also ist auch ein ganz hervorragend schönes Gerät. Gefällt mir persönlich sogar noch ein bisschen besser als das schwarze Modell, wobei ich damit ziemlich alleine bin, wenn ich so lese. Die meisten finden das schwarze Modell schöner. Egal, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich zwei haben kann. Drum habe ich ein schwarzes und ein weißes. Aber wie gesagt, dieses hier, das muss wieder zurück. Ich habe schon natürlich schon mit Apple Kontakt aufgenommen. Am einfachsten ist, man geht in einen Apple Retail Store, wenn man das hat. Bei uns in der Schweiz leider nur in Zürich und in Genf bisher vorhanden. Und wenn man das dann macht, dann kann man das dort gleich austauschen. Man kriegt gleich ein neues Gerät dafür. Das ist ganz klar. Kleine Empfehlung von mir, macht vorher, bevor ihr geht, wenn ihr so ein Problem habt, dass das iPhone quasi out of the box einen Fehler hat. Oder auch sonst, wenn ihr das Gefühl habt, euer iPhone hat einen Fehler. Dann macht einen Genius Bar Termin ab auf apple.de oder apple.ch oder apple.com/retail. Dann wählt ihr euren Store aus und macht einen Termin an der Genius Bar. Ganz einfach. Aus dem Grund, wenn ihr einfach so in den Laden lauft und sagt, hey Jungs, hört euch das mal an, dann werden die zwar sofort sagen, ja klar, ist ein Defekt, aber unter Umständen haben sie dann kein Austauschgerät bereit, weil die sind ja im Moment, die iPhone 5 sind ja immer noch sehr, sehr gesucht, die Lieferfrist im Online-Store ist 4 Wochen, also auch die Apple Retail Stores haben meistens am Mittag schon keine mehr und verkaufen die alle. Wenn ihr aber einen Genius Bar Termin macht, dann könnt ihr sicher sein, dass das Gerät dann gleich ausgetauscht wird, da haben sie offensichtlich Geräte reserviert für genau solche Fälle. Also macht das am besten so, wenn ihr so ein defektes Gerät habt. Ihr könnt auch zu einem normalen Apple Premium Reseller gehen. Dort ist es halt meistens so, die schicken das Gerät dann ein und tun es nicht gleich austauschen. Dann müsst ihr quasi kurze Zeit drauf verzichten. Ja, ist natürlich eine ärgerliche Sache grundsätzlich. Wobei auch da, ich muss sagen, man soll das alles nicht überbewerten. Ich habe ja so viele Smartphones bei mir immer, die durch meine Hände gehen. Ich hatte Ähnliches bei Samsung, da hatte ich mal ein Bildschirm mit einem Gelbstich. Bei HTC war der Akku mal defekt und so weiter. Ich habe schon verschiedene solche Dinge erledigt. Ist nicht nur so, dass das bei Apple passieren kann. Die Frage, die sich dann eigentlich meistens stellt, ist, wie geht der Hersteller damit um? Und bei Apple ist es eigentlich recht cool. Wenn man einen Apple Store hat, dann geht das hervorragend. Dann kann man das einfach direkt vor Ort dann austauschen lassen. Wenn man das nicht hat, muss man halt auf die Hotline anrufen und die empfehlen einem, das dann einzuschicken oder so. Und wenn man ein bisschen Stunk macht, vielleicht schicken sie einem sogar schon ein Gerät, das weiß ich nicht so genau. Aber auf jeden Fall muss man natürlich austauschen. Also, das wollte ich euch nur kurz zeigen, solange ich es noch hier habe. Also bei mir keine Kratzer oder dergleichen, keine Beulen, gar nichts. Das Gerät funktioniert hervorragend, aber wie gesagt,
da wackelt was. Man spürt es auch, wenn man es hin und her schwingt, dass da irgendeine Masse ist, die frei bewegt und die dann irgendwie entsprechend schwingt. Das ist ein bisschen irritierend, weil ja das iPhone 5 ja extrem viel leichter ist als der Vorgänger. Das fällt einem sowieso auf, dass man hier nur sehr, dass man ein sehr leichtes Gerät in der Hand hat. Und wenn man dann danach das Gefühl hat, dass da drin noch irgendwas mitschwingt, ist natürlich unschön. Ist klar, kann man nicht akzeptieren bei so einem teuren Gerät. Auch sonst nicht, by the way. Also das muss man austauschen. Das werde ich auch nächste Woche tun. Aber ich dachte mir einfach, zeigst euch das noch, bevor ich dann dieses Gerät wieder gegen ein neues, gegen ein fehlerloses eintausche. Wie gesagt, der ausführliche Test des iPhone 5 mit dem Vorgänger, dem iPhone 4S und mit den bekanntesten und besten Android-Smartphones, den gibt es von mir noch in den nächsten Wochen. Seht ihr den auf eifrig.ch und natürlich auch auf YouTube-Videos, die ich dazu drehen werde. Das ist einfach mal nur, dass ich euch zeigen wollte, wie so ein defektes Gerät aussehen kann. Ist natürlich jetzt nicht der hyperschlimme Defekt, weil immerhin, ich konnte es jetzt 10 Tage lang brauchen, jeden Tag. Also hat keinerlei im Moment, keinerlei Einfluss auf die Funktionalität. Könnte auch so sein, dass es ja gar nicht geht oder dass es eben, wie gesagt, verkratzt aussieht oder so. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Aber trotzdem, wie gesagt, ärgerliche Sache. Wird umgetauscht und dann habe ich wieder ein ganz schönes neues neben diesem weißen, das keinerlei Probleme macht. Wollte ich euch das mal kurz zeigen. Besten Dank, das war Jean-Claude Frick für eifrig.ch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.